Meine Damen und Herren, wie es immer so ist, ist es alles nicht so einfach. Wir haben im letzten Video den zentralen Grenzwertsatz kennengelernt. Wir haben gesehen, wie sich eine Zufallsvariable, die eigentlich nämlich unsere Statistik ist, zum Beispiel unser Mittelwert, den wir gezogen haben, wie die sich verteilt. Und wir hatten gesehen, wenn n gegen unendlich geht, dann geht diese Variable, huch, das war eins zu schnell, dann geht diese Variable zusehends in eine normal verteilte Größe über. Wir hatten gesagt, unser Stichprobenmittel, hier x quer, ist also approximativ, so sagt man auch, normal verteilt, also annähernd normal verteilt, rund um den Warnwert μ, der in der Population vorherrscht, den Erwartungswert unserer Größe, um die es uns geht, und mit einer bestimmten Varianz. Und diese Varianz unserer Statistik, die entspricht der Populationsvarianz geteilt durch n. Sie sehen jetzt hier in diesem Ausdruck oben das hier mal gezeigt, tatsächlich mit den zwei Parametern einer Normalverteilung. Das ist nämlich der Erwartungswert und die Varianz. Deshalb steht da Sigma Quadrat geteilt durch n. Wir haben dann aber auch gesagt, wir können das auch umformen, und das ist wirklich gleichbedeutend, was Sie hier sehen auf dem Slide, der obere Ausdruck und der untere Ausdruck. Wenn wir hier sagen wir ja, okay, ich könnte das auch, kann es entweder so ausdrücken, wie es hier oben steht. Ich kann aber auch sagen, der Mittelwert x quer bereinigt um das Populationsmittel, also der Abstand zum Warnwert, geteilt durch seine Standardabweichung. Und wenn Sie diese Standardabweichung sich hier unten mal angucken, und diese Varianz da oben, dann sehen Sie mit ein bisschen Schulmathematik, dass das da unten einfach die Wurzel aus dem ist, richtig? Wenn ich diese Wurzel aus diesem Sigma Quadrat ziehe, bleibt nur noch Sigma übrig. Und wenn ich aus n die Wurzel ziehe, kommt Wurzel n raus. Das heißt, ich kann auch sagen, x quer minus den Warnwert, also der Abstand zum Warnwert, geteilt durch die Streuung dieser sogenannten Sampling Distribution, das ergibt nicht nur was normal verteilt ist, sondern sogar was Standard normal verteilt ist, rund um 0 mit der Varianz gleich 1 und damit auch mit der Standardabweichung gleich 1, weil die Wurzel aus 1 1 ist. Das war der zentrale Grenzwertsatz. Warum heute dieses Zusatzvideo? Vor allem, weil es nicht immer ganz so einfach ist. Wir hatten gesagt, dieser Ausdruck hängt also stark am Stichproben. An der Stichprobengröße n. Ja? Wir hatten auch gesehen, die Standardabweichung dieser Zufallsvariable, zum Beispiel des Stichprobenmittels, die hängt also sehr stark vom n ab. Bei einer kleinen Stichprobe wird es größer, bei einer großen Stichprobe wird es klein. Wir haben aber noch ein bisschen ein tiefergehendes Problem, das dieses Extra-Video heute nötig macht. Nämlich dieser Ausdruck, wenn Sie sich den anschauen, dort geht ja die Populationsstreuung Sigma, griechische Buchstabe, ein. Und das haben wir ja üblicherweise gar nicht. Also wenn ich die Populationsstreuung kennen würde, dann würde ich ja einen sehr wichtigen Parameter schon kennen. Wir sind hier im Schätzen, wir versuchen Kennwerte zu schätzen, und natürlich haben wir die also üblicherweise nicht. Das Problem ist, dass wenn wir die Streuung auf Populationsebene durch die Stichprobenstandardabweichung schätzen wollen, dann bleibt es nicht ganz folgenlos. Und es ist eben nicht so, dass es direkt zu einer normal verteilten Größe führt, sondern wenn wir ein sehr kleines n haben, zum Beispiel vielleicht nur n gleich 10, n gleich 15, dann ist diese Größe eben nicht normal verteilt, sondern sie ist, Achtung, t verteilt. Wie Sie hier jetzt also hier unten sehen, haben wir hier ja eigentlich den gleichen Ausdruck, den wir schon vorher hatten. Wir hatten gesagt, wir wissen jetzt, unser Stichprobenmittel relativ zum Populationsmittel geteilt durch seine Standardabweichung, den sogenannten Standardfehler, ist nur t verteilt und nicht normal verteilt, weil eben
hier sozusagen jetzt dieser Hut da drauf muss, weil wir hier eine Schätzung durchführen. Wir kennen die Populationsstandardabweichung eben nicht und deshalb ist dieser Ausdruck auch nur eine Schätzung. Und wenn also nochmal das n relativ klein ist, dann ist es sicherer, also statt den 100 kann man im Übrigen auch sagen, ab 30 ist es okay. Wenn n sehr groß ist, also 100, 200, 300, dann brauchen Sie sich um all das, was in diesem Video drinsteckt, nämlich um die t-Verteilung, keine Gedanken mehr machen. Dann können Sie mit der Normalverteilung arbeiten. Aber für die kleineren n's, die uns typischerweise in unseren Bachelorarbeiten, in unseren Masterarbeiten begegnen und die auch damals, als diese Verteilungen sozusagen entwickelt worden sind oder benannt worden sind, eben auch eine große Rolle gespielt haben, kleine Stichproben erfordern die sogenannte T-Verteilung. Also, was ist denn diese T-Verteilung? Die T-Verteilung wurde beschrieben zum ersten Mal von William Gossett, der unter dem Pseudonym Student veröffentlicht hat. Und zwar in diesem berühmten Paper von 1908. Das ist damals in der Zeitschrift Biometrica erschienen. Die hat Carl Pearson, glaube ich, hauptsächlich herausgegeben. Und dieses Paper hat den schönen Titel The Probable Error of a Mean. Also der, wir können in unseren Worten heutzutage auch sagen, der Standardfehler des Mittelwerts. Das ist der einfache Titel dieses Papers. Und er weist dort in, gleich eingangs in der Introduction, die bemerkenswert klar geschrieben ist, zum einen weist er im ersten Satz nochmal darauf hin, was ich auch versucht habe, Ihnen im letzten Video rüberzubringen. Jedes Experiment, any experiment, das Sie durchführen, kann betrachtet werden als eine mögliche Realisation einer ganzen Population von Experimenten, die Sie hätten durchführen können. Also dahinter steckt die Idee, eine Statistik wie ein Mittelwert, den ich ausrechne aus meiner Stichprobe, das ist im Prinzip eine Zufallsvariable, das ist die Realisation einer Zufallsvariable und könnte auch leicht anders ausgehen. Und er weist dann eben darauf hin, if the number of experiments be very large, we may have precise information as to the value of the mean, also wir haben, dann haben wir präzise Informationen über was auf Populationsebene passiert, aber wenn die Stichprobe klein ist, ist es eben nicht so einfach. Und das zeigt er dann in diesem Paper. Student oder William Gossett hat quasi gezeigt, dass bei kleinen Stichproben die Kennwerteverteilung oder Sampling Distribution des Mittelwerts eben nicht normal verteilt ist, sondern einer T-Verteilung folgt oder einer Verteilung, die er dann T-Verteilung genannt hat. Er und sein Kollege Fischer zusammen, von dem wir gleich noch in den kommenden Videos mehr hören werden, die haben das, Fischer hat es dann ihm zu Ehren genannt, als Students T-Distribution. Was zeichnet jetzt eine T-Verteilung aus? Ich glaube, auf dem nächsten Slide sehen wir es. Ist im Prinzip, kann man sie sich vorstellen, wie eine ebenfalls glockenförmige Verteilung, aber eine, auf die man so ein bisschen draufgedrückt hat. Sie erinnern sich an die Kurtosis. Man kann sich das eigentlich vorstellen wie eine Normalverteilung mit veränderter, muss man sagen, das sehen wir gleich, die T-Verteilung ändert nämlich auch noch die ganze Zeit ihre Form, mit einer stärkeren Kurtosis. Also die ist etwas flacher und hat dadurch, was passiert, wir wissen, die Fläche unter so einer Verteilung bleibt ja immer gleich. Die Fläche unter einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung ist 1. Aber wo geht dann das hin, was in der Mitte nicht da ist? Na, das geht in die Tails, also in die Schwänzchen sozusagen der Verteilung. Und die fallen entsprechend dicker, oder manchmal sagt man im Englischen auch fetter, also more fat, die fallen etwas fetter aus. Und jetzt müssten wir das doch hier auch mal sehen. Genau, hier sehen Sie eine ganze Familie von T-Verteilungen. Und irgendwie gibt es also nicht nur eine T-Verteilung, sondern mehrere. Und zwar, da verrate ich nicht zu viel, abhängig davon, wie viel Beobachtungen Sie eigentlich hatten beim Berechnen eines T-Werts einer solchen T-verteilten Größe. Diese T-Werte, das sind in unserem Fall also üblicherweise Mittelwerte, mit denen wir dann noch irgendwas gemacht haben. Ja, denken Sie bitte hier immer an, muss kurz gucken, wo ist denn unsere Liste? Denken Sie immer an diese Größe hier zurück. Dass wir sagen, was ist eigentlich t verteilt, also was kommt dann nachher auf die x-Achse von so einer t-Verteilung, da kommen t-Werte hin und das sind im Prinzip nichts anderes als
diese Mittelwerte, die ich irgendwie bearbeitet habe. Die habe ich relativ zu einem Populationsmittelwert gesetzt und dann habe ich hier so einen Standardfehler ausgerechnet. Ja, das sind die T-Werte. Und diese T-Werte, die sehen wir jetzt also gerade in dieser T-Verteilung, die wir einen noch hier wieder haben. Genau. So, und abhängig davon, wie viele Beobachtungen ich hatte, verändert diese T-Verteilung jetzt ihre Form. Sie sehen hier, dass eine T-Verteilung mit, hier oben steht es, T1, das ist eine T-Verteilung, die basierte auf zwei Beobachtungen. Da hat also irgendjemand aus zwei Beobachtungen zum Beispiel einen Mittelwert gemacht. Dann sieht man, aha, die ist relativ mit diesen anderen Verteilungen verglichen flach in der Mitte und hat hier außen aber dicke Schwänzchen. Was heißt denn das? Was heißt denn so ein dicker Tail bei einer Wahrscheinlichkeitsverteilung? Na, das heißt natürlich, dass ich mich darauf einstellen muss, dass solche relativ extremen Werte wie minus 4, 5 häufiger vorkommen. Also sie sind wahrscheinlicher. Ja? Ich habe hier mehr Fläche noch unter dieser Verteilung. Und wenn ich jetzt mehr Datenpunkte hatte, die in die Berechnung eingegangen sind, das Fachwort kommt auf dem nächsten Slide, das lautet nämlich mehr Freiheitsgrade, sage ich schon mal, dann gehen wir also nach grün, gehen wir nach rot, gehen wir in dieses Türkis, gehen wir dann in dieses Lila rein, dann sehen Sie, das Lila, was Sie hier übrigens hier sehen, diese lila Linie, das ist sozusagen, ich versuche es mal nachzufahren, das ist die, die hier am höchsten ist und hier am niedrigsten, das ist eine Normalverteilung, eine Standardnormalverteilung. Und dann sehen Sie, aha, in dem Maße, in dem ich also, in dem meine Stichprobengröße letztlich größer wird, kann ich so eine T-Verteilung fast nicht mehr unterscheiden von einer Standardnormalverteilung. Also, wir sehen hier schon, deshalb kommt hier jetzt gerade die T-Verteilung in unserem Curriculum vor. Nachdem wir die Normalverteilung kapiert haben, kommt hier jetzt sozusagen eine Fußnote. Wenn du kleine Stichproben hast, dann darfst du nicht von ausgehen, dass dein Mittelwert nach dem zentralen Grenzwertsatz normal verteilt ist, sondern er ist wahrscheinlich eher T-verteilt. Das hat uns Gossett mit diesem Paper gesagt. Hier in diesem kleinen Bargraph, der hier drin ist, in diesem Balkendiagramm, sehen Sie das übrigens auch nochmal. Das ist die Fläche, die sozusagen hier, wo ich diese Linie reingezeichnet habe, noch drunter ist. Wie viel Fläche ist eigentlich da, die kleiner ist als minus 2? Also wie groß ist diese Fläche? Und dann sehen Sie, für die Normalverteilung ist diese Fläche am kleinsten. Bei T mit 30 Beobachtungen oder ein bisschen über 30 Beobachtungen ist die ähnlich groß, ein bisschen größer noch. Und je weniger Beobachtungen ich in meiner Stichprobe hatte, zum Beispiel T gleich 2, das hieße nur 3 Beobachtungen, umso dicker ist dieses Schwänzchen. Ja, das zeigt das also hier nur nochmal, die gleiche Information. Also, ich habe das Wort Freiheitsgrade gerade schon einmal verwendet. Wir haben es jetzt offensichtlich mit dieser T-Verteilung mit einem Tierchen zu tun, was seine Form ändert, ein kleines Chamäleon. Es ist nicht wie bei einer Normalverteilung, dass wir sagen, dies ist die Normalverteilung. Es ist vielleicht da, der Gestalt eher verwandt mit dem, was wir bei der Binomialverteilung schon mal gesehen haben, dass wir gesehen hatten, oder der Poisson-Verteilung, dass abhängig von dem Parameter sich tatsächlich auch die Form ändert. Und bei diesen T-Verteilungen jetzt ist es also so, dass die neben einem Mittelwert, um den sie sich herum verteilen, eben auch Freiheitsgrade haben. Und die Freiheitsgrade sind in der Mathematik und besonders in der Statistik ein wichtiges Konzept. Was Sie da im Hintergrund sehen, als Hintergrundfoto, was ich da gewählt habe, ist eine Schulaufgabe von einer Erstklässlerin. Und als mir die unterkam, dachte ich, das ist eigentlich genau das, was ich mal als Beispiel gesucht habe, um Ihnen, also meinen Studierenden, das Konzept Freiheitsgrade kurz nochmal näher zu bringen. Freiheitsgrade heißt einfach die Anzahl jener Komponenten in der Berechnung, also jener Werte in einer Berechnung, die Sie frei wählen können, quasi. Ja? Und zum Beispiel bei dieser Berechnung hier war dieser Erstklässlerin vorgegeben, dass da 18 rauskommen muss, zum Beispiel. Und dann kann sie sich sozusagen selber überlegen, was sie in diese Kästchen hier reinschreibt. Und dann hat diese Erstklässlerin sich da oben, das sieht man leider nicht gerade, das ist ja so ein bisschen hinten versteckt, hat sie sich überlegt, ach, dann nehme ich eine 1. Dann hat sie nochmal eine 1 genommen. Und jetzt hatte sie noch einen Freiheitsgrad übrig, weil sie wusste, es muss 18 rauskommen. Und die Werte hat sie schon festgelegt. Deshalb hat sie noch einen Freiheitsgrad übrig, sozusagen. Als sie angefangen hat, hatte sie drei
Freiheitsgrade, kann man so sagen. Aber dann wurden es immer weniger und am Schluss war es noch ein Freiheitsgrad. Bezogen auf das, was wir hier die ganze Zeit machen mit den Mittelwerten, bedeutet es zum Beispiel, wenn wir einen Mittelwert ausrechnen, haben wir eben nicht n Freiheitsgrade. Man könnte ja sagen, ich habe aus n Werten rechne ich einen Mittelwert aus, habe ich doch n Freiheitsgrade. Nee, das stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Sie erinnern sich vielleicht dunkel an das, was hier als sozusagen als Regel hier nochmal reingeschrieben ist. Das hat hier auch so ein Gleichheitszeichen mit drei Strichen. Das sieht man manchmal, das bedeutet, soll hier bedeuten, gilt oder muss gelten sozusagen, wie eine Art Definition. Wir wissen vom Mittelwert, es muss gelten, dass der Abstand, der Mittelwert ist jener Wert, der den Abstand aller Werte zu ihm null werden lässt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben zum Beispiel beim Berechnen eines Mittelwerts, wenn ich den Mittelwert schon vorgegeben habe, mir eben nicht alle Werte raussuchen, sondern eigentlich kann ich mir nur n minus 1, einen Wert, wirklich aussuchen. In dem Fall stellen Sie sich vor, 1, einer kleinen Stichprobe mit drei Beobachtungen, 1 und 2 sind schon gegeben. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, was nehme ich als nächstes, 3, 4, 5, aber nicht, wenn Sie zum Beispiel den Mittelwert schon gegeben hätten und dann sehen, der Mittelwert ist 3 und damit der Mittelwert 3 werden kann, haben wir eben nicht n Freiheitsgrade, sondern haben wir nur n minus 1 Freiheitsgrade. Der letzte Wert ist dann schon gegeben. In diesem Fall muss es die 6 sein, damit dann hier auch der Mittelwert 3 resultiert. Das so ein bisschen, kantiger Versuch von mir, Ihnen das Konzept der Freiheitsgrade näher zu bringen. Freiheitsgrade spielen also heute zum ersten Mal für uns eine Rolle. Wir sehen, die Freiheitsgrade beeinflussen die Form einer T-Verteilung. Wenn ich ganz viele Freiheitsgrade hatte, was im Prinzip natürlich schon bedeutet, großes n, große Stichprobe, dann nähert sich diese T-Verteilung der Normalverteilung sehr, sehr stark an, bis sie quasi nicht mehr zu unterscheiden ist von der Normalverteilung. Also, das ist das Konzept der Freiheitsgrade. Und die T-Verteilung ist jetzt also die erste, die wir kennenlernen und auch die einzige, die wir in Statistik 1 kennenlernen, die in ihrer Form, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die in ihrer Form von der Anzahl der Freiheitsgrade abhängt. Es gibt noch die F-Verteilung und die Chi-Quadrat-Verteilung, noch viele andere, aber die zwei spielen in der Statistik noch eine Rolle, werden uns aber erst in Statistik 2 so richtig beschäftigen. Dies ist die T-Verteilung. Ich sage es kurz dazu, weil wir gerade beim Thema der Freiheitsgrade sind. Ohne dass ich es so genannt habe, hatten wir schon einmal mit Freiheitsgraden kurz zu tun. Und zwar im vergangenen Video. Dort haben wir ja gesagt, halt mal, damit die Stichprobenvarianz ein erwartungstreuer Schätzer der Populationsvarianz wird, damit es funktioniert, damit wir die als Schätzer nehmen können, kurz gesagt, haben wir ja gesagt, wir teilen nicht beim Berechnen der Varianz durch n. Wir bilden also nicht das mittlere Abweichungsquadrat, sondern wir hatten gesagt, wir teilen durch n minus 1. Und das hatte ich nicht weiter begründet. Ich hatte nur gesagt, das haut dann hin. Dann ist es erwartungstreu. Hatte das auch kurz demonstriert. Was ich Ihnen jetzt aber sagen kann, ist, was wir da eigentlich machen, ist, wir teilen durch die Freiheitsgrade. Wir teilen nicht zufällig durch n minus 1, sondern wir teilen genau durch die Freiheitsgrade, die wir hatten beim Berechnen dieses Abweichungsquadrats. Da gilt wieder das Gleiche wie beim Mittelwert. Ich kann eben nicht alle Werte frei raussuchen, sondern ich kann nur n-1 Werte raussuchen. Der andere, wenn ich dann n-1 freigegeben habe, dann ist der letzte, der muss dann sozusagen einen bestimmten Wert annehmen. Insofern hatten wir das Konzept der Freiheitsgrade dort schon. Wir könnten uns also auch merken, diese Populationsschätzerformel für die Varianz und für die Standardabweichung, wo wir durch n-1 teilen, dort teilen wir eigentlich durch die Freiheitsgrade. Gut, zum Abschluss vielleicht nur noch ganz kurz für dieses Video. Wir benutzen jetzt in der Statistik 1 dann zusehends immer mal wieder für die letzten Wochen noch die sogenannte T-Tabelle. Also ähnlich wie Normalverteilungswerte, Standardnormalverteilungswerte tabelliert sind, wie binomial verteilte Größen tabelliert sind, gibt es auch solche Wahrscheinlichkeitstabellen für T-Werte. Dort wird dann für unsere Zwecke, zu unserer Bequemlichkeit, weil früher natürlich nicht jede und jeder zu Hause die Möglichkeit hatte, schnell mit Excel oder MATLAB oder irgendwelchen
irgendwelcher Software, diese Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen oder nachzuschauen, hatte man im Prinzip diese Tabellen. Und diese Tabelle trägt also jetzt ab, wiederum eine Wahrscheinlichkeit. Was ist eine Wahrscheinlichkeit? Eine Wahrscheinlichkeit ist immer eine Fläche unter einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die trägt jetzt hier in dieser Tabelle ab für, Achtung, hier in den Zeilen, die unterschiedlichen Freiheitsgrade meiner T-Verteilung. Mit wenigen Freiheitsgraden ist das sozusagen so eine sehr relativ flache Verteilung mit dicken Tails. Und je mehr Freiheitsgrade ich habe, umso mehr wird das wie eine Normalverteilung. Und deshalb, wenn Sie in so eine T-Tabelle mal reingucken, werden Sie auch sehen, da kommt dann noch 20, 50, 100, aber dann wird auch nicht mehr 27, 28, 32, 48 tabelliert, sondern es wird dann nur noch in groben Schritten gemacht, weil der Unterschied zur Normalverteilung immer geringfügiger wird. Aber gerade für die kleinen Ns und damit die kleinen Freiheitsgrade ist es eben schon wichtig, manchmal zu sagen, ich möchte genau wissen, wie unter einer T-Verteilung, also letztlich welcher Wert der T-Verteilung schneidet mir eine bestimmte Fläche hier in Rot ab. Also, was hier gezeigt ist, ist in diesen Spalten hier oben steht drüber quasi die rote Fläche, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass in einer T-Verteilung Werte kleiner als ein gegebener Wert T auftauchen. Und dieser Wert T, der steht jetzt hier in dieser Tabelle, muss ich sagen. Also wir hätten zum Beispiel, wenn ich sagen will, welcher T-Wert schneidet von einer T-Verteilung mit nur einem Freiheitsgrad. Das war also basierend auf einer Stichprobe mit nur n gleich 2 Beobachtungen. Welcher T-Wert würde mir denn da 95% aller Werte abschneiden? Diese ganze rote Fläche hier, das wäre der Wert 6,3 zum Beispiel. Wir brauchen einen Riesenwert. Wenn ich mehr so 18 Leute in meiner Stichprobe hatte, völlig wahllos herausgegriffen, und hätte dann hier also 17 Freiheitsgrade, das ist das, was hier als Lesebeispiel auch gegeben ist, 17 Freiheitsgrade, dann finde ich den T-Wert, der mir genau dann 95% der Verteilung links davon abtrennt, das wäre dann der Wert 1,74, dieser T-Wert. Und damit beende ich das Video, dass ich jetzt noch einmal ganz kurz quasi zum Anfang zurückspringe und wir sagen können, ich springe nochmal ganz zu diesem zentralen Grenzwertsatz mit der T-Verteilung springe ich nochmal zurück, dass wir gesagt haben, nochmal, dieser T-Wert, den wir jetzt gerade vielleicht nachgeschaut hätten, diese 1,74, der entspräche also, wenn ich auf der Basis von 18 Leuten, wir haben gesagt 17 Freiheitsgrade, also das hatten wir ja hinten, wir hatten gerade, nur als Beispiel, ich kritze das einfach hier mal rein, wir hatten gerade hinten auf dem letzten Slide irgendeinen T-Wert nachgeschaut, der war 1,74 und hierfür die DF waren 17, das war also n minus 1, also ist n gleich 18, dann weiß ich, wenn ich also in meiner Stichprobe hier irgendwie einen Mittelwert, welchen auch immer ermittelt habe, dann weiß ich, wenn ich hier diesen Mittelwert umrechne, das machen wir dann in den kommenden Wochen die ganze Zeit eigentlich, sowohl bei den Konfidenzintervallen als auch beim Signifikanztesten, dann weiß ich, welcher T-Wert sozusagen der ist, auf den ich schauen muss, der für mich vielleicht kritisch ist, weil er mir sagt, T-Werte, die dann größer sind, die sind irgendwie wirklich extrem unter dieser T-Verteilung. Aber da gehe ich jetzt über das Video ein bisschen hinaus und möchte das jetzt auch noch nicht vertiefen. Das war nur so ein Versuch, die Anwendung der T-Werte kurz aufzuzeigen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wir sehen uns als nächstes für ein Video über die Konfidenzintervalle.